Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute gibt's einen Tag mit Matti und mit Nick, Freunde. Servus. Ole. Digga, Alter. What the fuck? What the fuck? Wiederbelebung. Ich brauche Rhythmusmassage. Der Nick hat mich nämlich heute hier besucht in München für 2 Nächte, aus Bremen ist er extra hergeflogen. Wir besuchen heute Mutter Barca, Freunde. Wir fahren gleich nach Bayreuth. Und ja, ich glaube, meine Mom war bestimmt schon über 2 Jahre nicht mehr auf meinem Channel zu sehen. Ich habe hier oben bei mir gepennt. Hier ist mein Bett, Digga. Hier gucke ich immer abends Serien und so. Und ja, übrigens hier das Messi-Bild verschicke ich jetzt noch an den Gewinner. Und hier unten hat dann Nick gepennt, Digga. Ich muss euch eigentlich in Insta-Story einblenden. Er war einfach länger als die Decke. Ey Leute, er ist so groß, die Decke reicht einfach nicht aus, ne? Hier, Marcel, guten Morgen, wie geht's? Steppen wir mal runter, Freunde. Ja, hier romantische Stimmung angemacht für Nick, hier mit Kamin, alles am Start. Er wäscht sich gerade die Haare, ich habe kein Shampoo mehr, deswegen habe ich mir so Duschcreme gegeben. Ist ein bisschen belastend, aber was soll man machen? Übrigens, Freunde, hier liegt mein Buch, ihr wisst Bescheid, 31.10. kommt's raus, könnt ihr jetzt schon vorbestellen. Ich wollte euch was zeigen, Freunde, und zwar habe ich seit 1,5 Monaten Aligner-Schienen bei den Zähnen. Ich glaube, hätte ich euch jetzt nicht darauf aufmerksam gemacht, hättet ihr niemals gewusst, dass ich hier was drin habe in den Zähnen. Also es ist einfach durchsichtige Zahnspange quasi, um die Zahnfehlstellung zu korrigieren. Also wenn ihr da draußen auch irgendwie unzufrieden seid oder sei es auch nur einen einzigen schiefen Zahn habt, dann ist es einfach die perfekte Alternative, um die Zähne wieder zu korrigieren. Und man sieht es einfach nicht, man muss die Dinger nur beim Essen halt rausnehmen. Und ja, ist einfach mega, mega bequem. So sieht das aus, wenn man die raustut und dann bekommt man eben, also in meinem Fall, alle 2 Wochen eine neue Schiene. Hier zum Beispiel am Ende sieht man auch schon, wie die Zähne aussehen, Freunde. Also auf jeden Fall komplett gerade. Am Anfang wird auch noch ein 3D-Modell von den Zähnen erstellt und dann sieht man eben, wie die am Ende aussehen werden und so. Das zeige ich euch auch gleich. Zieh dich ruhig an, Bro. Machen wir mal kurz den PC an, dann zeige ich es euch. Man hat dich ganz leicht im Hintergrund gesehen im Boxershort. Nagelneuer Scuff liegt hier. Oh ja, Digga. Nick, seine Jordans, Digga. Meine Barca-Schuhe. Ziehe ich gleich an. Das Camp Nou ist natürlich auch schon an, Leute. Ich hoffe, ich gehe aufs Klassiko in 2 Wochen. Ich versuche das gerade noch zu organisieren, dass ich dahin fliege. Ich habe so Bock, Suarez, Griezmann, Messi, Hazard, alle gegeneinander spielen zu sehen. Nicht erschrecken. So sahen meine Zähne am Anfang aus. Und schaut mal, so werden sie am Ende aussehen. Also komplett gerade einfach. Wenn ihr auch an sowas Interesse habt, dann ist der Link oben in der Videobeschreibung zu M1 Dental. Und ja, Nick zieht sich gerade an, dann steppen wir nach Bayreuth, holen Matti ab. Ich habe meiner Mom extra gesagt, sie soll gesund kochen, weil ich heute 2 Fußballer mitnehme. Jetzt schickt sie mir schon ein Bild. Dann fragt sie, passt? Ich so, hahaha, ja. Ich habe Nick extra so ein Kuscheltier gegeben, damit er nicht einsam ist in der Nacht. Nick ist am Start, Digga, hier mit dem Off-White-Outfit. Yeah, yeah. Das ist kein Off-White, Digga. Ach, kein Off-White? Nein. Achso, du hast mich verarscht. Ja, das sieht aus wie Off-White, aber so Hugo. Achso, aber sieht fresh aus. Ich hab's geglaubt, Digga. Ach ja, Leute, hier liegt einfach noch ein echt Camp-Nou-Rasenstück rum. Hier ist bei mir einfach alles voll mit Barca, ne? Wenn jemand bei mir hier zu Besuch ist, dann danach sind die automatisch Barca-Fan. Ey, Nick, wir müssen gleich wieder nur mit dir von Shirin David im Auto machen, damit Matti ausrastet. Sehr lieb, sehr lieb. Ihr müsst wissen, Leute, Matti hört nur so Gangstermusik. Nick und ich hören gerne so schnitzige Songs im Auto. Dein Lachen immer voll sympathisch. Ich habe meine A-Klasse getauscht gegen das CLA-Modell hier. Ich zeig's euch mal von hinten. Sieht richtig fresh aus. Einfach wie der kleine Bruder vom CLS sieht der Wagen aus. Ist sogar billiger als die A-Klasse. Ich muss kurz filmen, wie Nick ins Auto einsteigt. Ist so lustig. Er ist einfach so groß. Ist unfassbar. Digga, ist geil. Bestes Lied, Digga. Ich schwör. Meiner Seite. Absolut geiles Wetter, Leute. Da kommt der Verkäufer. Ist klar? Ja, Mann. Angekommen bei Mutter Barca. Hallo. Wie geht's? Hallo. Gut. Ich hab schon so Warum willst du mir Hand geben, Tito? Oh.
platt gemacht. Hallo! 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 Marti! Komm rein! Hallo. Wir haben ein Geschenk für dich mitgebracht, Mama. Echt? Meine Eule. Leute, meine Mama sammelt Eulen. Matti hat hier eine mitgebracht. Ach, danke. Schau mal, meine Kollektion. Oh, jetzt zeigt sie. Zeig mal deine Kollektion, Mama. Alles voll. Genau hier passen. Guck mal, überall Eulen, Digga. Alles voll. Ja, die steht gut, ne? Ja. Schaut mal, Jungs. Das ist der Babbo, Digga. Ja, Bro, das ist das Zimmer, wo ich YouTube angefangen habe. Hier saß ich immer früher. Das ist unser Wohnzimmer. Guckt aber bitte nicht das Bild an. Und Jürgen, russisch, ja. Ja, hier ist alles russisch eingerichtet. Schaut euch jetzt mal gleich mal das Essen an, was meine Mama gemacht hat. Weil es jetzt so romantisch ist. Hände waschen und gleich so zum Tisch. Also, heute ist typisch russisch. Hoffentlich macht ihr nichts, oder? Freu mich. Ja? Matti ist doch polnisch, Mama. Leute, ich sehe da schon Kuchen. Beeren drin, oder? Nein, Rosinen. Wie geil dieser Salat aussieht mit Himbeeren sogar noch. An alle Russen. Borsch gibt's zum Vorspeise. Ach so, da sind Kartoffeln mit Rindfleisch drin, wie? Geschmacksprobe. Ja. Also russische Gemüsesuppe Borsch. Voll gut. Ist gut, Matti? Gut? Voll gut. Endlich Borschblick, jetzt nick noch. Und Tom. Nee, aber jetzt nicht nur auf Alibi, Digga. Ist gut. Ja, lecker. Oh, ja, Digga. Wir steppen gerade zum Fußballplatz. Wir machen nämlich eine Challenge. Wir versuchen dreimal hintereinander die Latte zu treffen. Also jeder jeweils einmal, alles ungeschnitten. Das ist nämlich eine Challenge, bei der ihr demnächst auch mitmachen könnt und auch Preise gewinnen könnt. Und ja, wir versuchen das Ganze quasi vorzumachen. Endless der Bolzplatz, ey, da ist sogar gerade niemand. Geil. Genau hier habe ich damals meinen ersten Vlog aufgenommen, ne? Ich saß auf der Bank da vorne und hab so neue Nike-Schuhe ausgepackt. Macht auf jeden Fall Spaß, so Real-Life-Videos zu drehen. Wenn ihr davon mehr sehen möchtet, lasst doch einfach am Ende des Videos einen positiven Daumen, wollte ich schon sagen. Einen Daumen nach oben da. So, Moment. Also, Leute, ich zeige euch jetzt noch ganz kurz meine Freeruns. Mit Marcel auch Fußball-Challenge aufgenommen, ja. Schaut mal, was eine Location hier mit den Boys. Dreimal hintereinander die Latte treffen, Challenge accepted. Nice, Digga. Alter, Mann. Mama, 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 Gott, Mama, 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 wir müssen was Cooles machen, wenn wir treffen. Oh Gott. Nein! Nein! Minuten haben wir gebraucht. So entsteht ein Thumbnail. Alle nacheinander. Wir sind jetzt noch beim Kumpel Fußball schauen, Freunde. Meine Mama hat uns noch Nudeln mit Lachs mitgegeben. Ja, Digga. Schaut mal, wie geil das hier aussieht. Richtig geiles Zimmer. Hier Deutschland gegen Estland. Grüß an Kai, Digga, der spielt von Anfang an. Probier mal, Martin. Geschmacksprobe. Lecker? Ja, Digga. Hinter mir ist einfach ein Schuh signiert von Leo Messi, Digga. Wie geil ist das, Digga? Uiuiui, ja Mann. Sieht richtig geil aus. Ich habe zu Hause hab ja nur das Trikot in Anführungsstrichen. Nächster Morgen wartet es übrigens auf Supra. Ich habe vorgestern, als Nick bei mir angekommen ist, natürlich frisch zu unserer Wiedervereinigung, habe ich mich fresh gemacht für ihn, ja, deswegen Bart abrasiert. Auf jeden Fall, Freunde, wir sind gerade wieder am Frühstücken, nur Essen sehen hier in diesem Vlog. Anton gönnt sich eine Cola zum Frühstück, Digga, aber Nick natürlich vorbildlich das Wasser. So sein. Guten Appetit. Nick sitzt jetzt wieder im Flieger zurück nach Bremen. Ich habe jetzt hier gerade die Scuff-Jacke an, weil Ronaldinho ist nämlich jetzt offiziell Scuff-Partner. Wie krass ist das denn, Freunde? Einfach Ronaldinho. Ich hoffe, da lässt sich demnächst ein Treffen organisieren. Das wäre einfach nur zu geil. Und das soll es auch schon gewesen sein mit dem heutigen Vlog, Freunde. Schaut bei Nick und bei Matti vorbei. Link oben in der Videobeschreibung. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Gonna be myself.
Alle nacheinander.